Der schmutzige Donnerstag ist längst vorbei, heißt, die Bürgermeister und Oberbürgermeister in der Region sind schon abgesetzt. Einer jedoch sitzt noch immer auf dem Chefsessel im Rathaus, Tübingens Oberbürgermeister Boris Palmer, zumindest bis heute. Noch hatte sich der grüne Rächer von Tübingen im Rathaus verschanzt. Die Narren machten trotzdem bereits auf sich aufmerksam und marschierten in Richtung Rathaus. Dann, vor dem Verwaltungssitz, kamen sie zum Halt. Schnell zeigte sich auch Boris Palmer, diesmal in Begleitung von Sozialbürgermeisterin oder Batwoman Daniela Harsch. Beide trugen den Schlüssel zum Rathaus und erklärten stolz, dass sie ihn sich nicht abnehmen lassen würden. Doch die Narren ließen sich nicht beeindrucken und machten sich daran, den Schlüssel zu schnappen. OB Palmer indes machte sich aus dem Staub und überließ es seiner Bürgermeisterkollegin, den Schlüssel zu verteidigen. Von mir wurde Einsicht verlangt in meine Unfähigkeit und deswegen habe ich die Aufgabe der Rathausverteidigung einer Person übertragen, die dafür kompetenter ist. Und da stand Daniela Harsch einfach neben mir. Auch Daniela Harsch war der Ansicht, dass sie das mit der Schlüsselverteidigung schon ganz gut alleine hinbekommen habe. Das erlebe ich ja öfter mal, dass er mich bei der Verteidigung allein lässt, aber er ist auch ein guter Kämpfer. Dann machten sich die Narren daran, ihre Pläne für Tübingen vorzustellen. Statt Plastiksteuer setzte das närrische Volk auf Metallbecher. Die seien auch besser für die Umwelt. Batwoman Daniela Harsch bekam Handschuhe für ihr Fingerspitzengefühl im Umgang mit Ordnungsverstößen. Schließlich hatte ihre Behörde dem närrischen Volk einen saftigen Strafzettel aufgebrummt. Der Tübinger Oberbürgermeister fand die ein oder andere Idee der Narren gar nicht so schlecht. Am besten hat mir natürlich gefallen, dass wir die Verpackungssteuer in Zukunft auch auf alle Narrenmasken und Narrenkostüme anwenden sollen. Das sind ja auch überflüssige Verpackungen. Das führt vielleicht dazu, dass wir in naher Zukunft hier bei der Fasnet wieder alle normal angezogen sind. Die Idee, ausgerechnet von Narren zu hören, hat mir sehr gefallen. Eine andere Sache aber hatte die Narren in Tübingen dieses Mal wirklich verärgert. Das Loch für den Narrenbaum habe nur für eine, Zitat, Krüppelkiefer gereicht. Auch wenn die Narren den Superhelden aus der Verwaltung einiges zu sagen hatten, beide Seiten schlossen ihren Frieden und feierten gemeinsam auf dem Tübinger Marktplatz.